Und dann Rüssel rein. Schön in den Rüssel rein. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you jar. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Albanisch. Let me see you jar. Guten Morgen, Freunde. Also, es ist 8 Uhr. Ich habe gerade einen Anruf bekommen vom guten Micha. Die Roadlight CVO ST ist da. Und wir sind beide super gespannt, wie die Karre aussehen wird. Wir waren ja schon bei der Vorstellung beide auch sehr, sehr überrascht, dass Harley so einen Move gemacht hat. Jetzt haben wir die. Ich bin, ich sage mal wir. Micha hat die sich gegönnt. Fühlt sich so an, als wenn ich die auch hätte, weil ist ein guter Freund von mir. Und ich werde die mit Sicherheit auch mal fahren. Das heißt, wir werden damit vielleicht sogar nach Fark ballern, wir wissen es noch nicht. Mit den beiden Roadlights und dem guten, schönen Andreas auf seiner, was hat er überhaupt gerade, Road King. Ich will jetzt gar nicht lange schnacken. Ich werde euch die ganzen Details, werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Aber es gibt auch noch genug Videos bereits zu CVO ST. Wir sind jetzt ja relativ spät dran, was es angeht. Da kann ich euch das Video von Keller empfehlen, von Harley Davidson Bielefeld. Wir fahren jetzt auf jeden Fall hin zu Harley Bielefeld und werden uns das Ganze mal da anschauen. Wir werden so ein bisschen die Übergabe filmen, ein bisschen ganz spontan quatschen, einfach mal so vloggen, so wie man das ja so nennt. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Harley Bielefeld. Tschüss! Don't see it like I used to see it, babe. Sex on fire, 'cause I wanted to be the king of something. Now I see the way the rain falls off a leaf. Married to the air of temporality. So, mal eben alles bar bezahlt, ne? Und guten, schön passend zur ST mit Rot drinne. Wahnsinn. Deswegen habe ich sie geholt. Ja, mit dem Pullover. Sonst kriegst du den Hoodie nicht, weißt du? Ich komme nicht an den Hoodie, nur mit einer ST. Should've had it down by now. Ja, Mario, ist das nicht ein Traum immer? Traum im Detail. Traum, ja. Also es gibt wirklich nicht viel, was du an der Roadlight ST ändern müsstest. Wie gesagt, das Einzige habe ich ja schon gesagt, die Windabweiser hier noch vielleicht. Ansonsten, ich glaube, da wirst du enorm viel Spaß mit haben. Habe ich mich eigentlich schon bedankt bei dir, Mario? Erzähl doch den Leuten mal, wie das zustande gekommen ist. Ja, erzähl doch mal, wie ist das zustande gekommen? Ja. Soll ich die Wahrheit sagen? Klar. Oder kriegst du mit anderen Leuten Ärger? Nein, nein, Quatsch. Nee, sofort verliebt. Ich bin ja in Hamburg gefahren bei den Jungs von Castec. Vielen Dank an euch nochmal. Also das 25. Jubiläumsmodell von der CVO. Ja, und dann hat das nicht wirklich so funktioniert, wie ich das wollte. Und dann ist mir die ins Auge gefallen. Und dann habe ich gedacht, ich gehe mal zu meinem Stammdealer nach Frankfurt. Sorry, Jungs. aber da konntest du nur bestellen. Und dann weiß man ja, wie das dann ist, so auf gut Glück und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe zwischen 25 und 30 Händler angerufen, wer eine da hat. Niemand hatte eine da. Und dann habe ich meinen Freund Mario angerufen. Sag mal, du kennst die Jungs von Bielefeld. Ja, Mario ist einfach gut connected. Ja, und der sagt, ja, ich weiß, sie haben eine. Ich rufe da sofort an. 2 Minuten später hat er mich zurückgerufen und hat gesagt, ja, du kannst sie haben. Und wirklich, verarsch mich nicht. Ja, wirklich. Ja, und dann habe ich mit Lasso Kontakt aufgenommen. Ja. Sagte, alles klar, wenn du jetzt sagst, du nimmst sie, kriegst du sie. Und ich bin so völlig vom Glauben abgefallen. Ja. Aber ja, jetzt stehen wir hier.
stehen wir ja. Krass war, so schnell unkompliziert, das war echt wild, das ne? War, ja. Ja, ich glaube, das war echt eine Sache. Also, 2 Minuten, Handynummer weitergeleitet, einmal telefoniert, Kaufvertrag fertig gemacht, zugeschickt, unterschrieben. Ja. Tipptopp. Eingetütet. Also, ja, deswegen ist es immer noch so ein bisschen surreal. Also. Eigentlich wäre die auch gar nicht frei gewesen, die war eigentlich schon verkauft, alles, nur der Kunde musste echt aus gesundheitlichen Gründen, er hat den Schicksalsschlag und dann abgesprungen, so kam das Ganze, sonst... Da habe ich dir ja schon gesagt, das ist ja nicht so, dass ich mich dann darüber so freue, aber ja, das ist so, wenn man, naja, okay. Ja. Ich freue mich jetzt, mega. Ja. Und eigentlich nur noch direkt losfahren, gar nicht weiter labern, einfach direkt rauf auf die Bahn. Aber denk dran, 800 Kilometer schön einfahren, ne? Mach ich. Wichtig, wichtig. So, pack mal einmal das Handy aus, bitte. Ich bin jetzt soweit. Headbanger! So, mal eben hingestellt hier. Hau rein. So, Micha, jetzt haben wir natürlich da hinten einen am Waschen, aber das hört man, glaube ich, wenig. Ist egal. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und so, ne? Was sagst du? Ich glaube, du kannst das noch gar nicht so richtig verstehen, so, ne? Genau, also ja, wie gesagt, Thema Weihnachten. Ja. Und so, dass das so krass funktioniert, aber so durch einen doofen Zufall. Wie ich vorhin schon gesagt habe, alle Händler angerufen, dann, ach, mein Freund Mario, Bielefeld Connection. Und dann so, ja, die haben eine. 2 Minuten später kriegst du sie und jetzt ist man hier. Ja, und sie ist einfach wunderschön. Das ist auch wirklich, also ich habe ja schon mal gesagt, auch wo wir noch mal telefoniert haben und so weiter, ne, ich habe die ja gesehen bei der, bei dieser Harley-Vorstellung da online und so weiter. Ich weiß ja, bin ja auch nie so, der sitzt extra und ist dann voll gehypt und so. Aber wo ich die gesehen habe, war für mich dann echt so, boah, okay, das ist krass. Weil das ist das erste Mal, finde ich persönlich, dass die ist ja schon fast fertig. Da machst du noch ein paar Kleinigkeiten. Du hast jetzt ja auch den Kennzeichenhalter nochmal gemacht. Genau, das war's ja. Aber den Rest, scheiß drauf, ne? Ja. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, das ist jetzt hier, der ist ja gerade nicht da. Vielleicht sieht er das auch im Video. Lasslos einfach auch für mich einer der geilsten Verkäufer, die es gibt, weil der ist unkompliziert und der macht es einfach fertig. Guck mal, wie schnell das ging. Hast du, jo, alles klar, machen, fertig. Ja, ich hab mir die Großdeck 2 draufziehen lassen. Das wollte ich eigentlich ab dem ersten Meter machen. Und er ist ja gestern nochmal losgefahren, weil er den Vorderreifen hat er nicht geliefert bekommen. Ist er gestern nochmal losgefahren. Das ist richtig geil, wirklich. Und dann natürlich so kleine Goodies. Er hat mir einen geilen Hoodie, schwarz-rot mit reingepackt. Und aber ist schon wirklich. Ein sehr geiler Laden, alle vom Chef bis Laszlo, alle total freundlich. Ich meine, das kennt man ja eigentlich von Harley. Ja. Schon, dass sie eh alle super nett und großzügig sind, ob du reingehst und eine Probefahrt machen willst und so. Aber ist schon trotzdem sehr besonders hier. Ja, und vor allem, dass das wirklich alles reibungslos geklappt hat, auf einen Termin genau gesagt, pass auf, Samstag kommst du und dann ist alles fertig. War auch so punktgenau. Ja. Wie lange hat es gedauert jetzt vom Unterschreiben bis jetzt? 2 Wochen? Ja, nicht ganz, anderthalb. Anderthalb. Okay, krass, guck mal. Ja. Also tipptopp. Aber ohne Scheiß, ne? Jetzt mal ehrlich, jetzt fährst du gleich noch nach Münster zu Daniel runter. Ja. Und wie gesagt, ne? Das wird bestimmt erstmal jetzt. Du bist ja gerade schon mal eine kleine Runde gefahren. Genau, also ich habe gerade gesagt, das Knallen des Gangreinlegens gibt es nicht mehr, keine Ahnung. Ja, ist völlig leise. Du kannst ihn neutral sofort finden. Ja. Also das kennen wir auch alle anders. Ja. Vor allem, wenn das Getriebe neu ist. Ja. Funktioniert super. Und ja, ich habe mal so kleine Kreise jetzt mal gedreht. Also die ist wirklich handlich. Also hört sich jetzt doof an, aber du kannst sie perfekt fahren. Wenn sie rollt, rollt sie. Ja. Und ich sag mal so, ein bisschen geradeaus, du ziehst am Hahn, da kommt was. Ich finde das auch immer so ein Irrglaube. Ich kenn's auch so, ja, welche Harley ist die beste Anfänger-Harley und so. Ne? Ich finde das mal voll Quatsch, ehrlich gesagt, weil wenn die Roadlight, klar, wenn du die irgendwie ausparken musst oder so, ne? Also meine zum Beispiel, ne, die ist natürlich, das ist halt schwer. Ist schwer, so, ich find, hier merkst du, aber das ist nochmal ein ganz anderes Handling. So, und wenn die Dinger fahren, dann fahren die. Ja. Also theoretisch kann sich jeder auch direkt eine Roadlight kaufen oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich, finde ich, scheißegal. Das muss jeder für sich persönlich selber wissen. Ja. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn es meine wäre, ich würde eventuell, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber geht auch mal an meinen Lenker, würde ich mir nochmal irgendwie lenkertechnisch vielleicht was machen. Weil ich finde sonst immer diese Schubkarrenlenker, aber hat die jetzt ja nicht. Finde ich immer ein bisschen uncool, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin jetzt mal so gespannt. Also wir fahren ja morgen dann mit ein paar Leuten dann wieder runter von Münster, dann zurück nach Frankfurt, Wiesbaden. Und dann bin ich mal gespannt, was man so nach 5-6 Stunden dann sagt. Ja. Also jetzt fahre ich ja nur anderthalb rüber und
wie die Haltung ist. Und ich dann kommt ein Bericht. Ich habe eine gute Idee. Wir machen das so, das schneiden wir. Wir machen dann, du willst ja einmal, du hast ja auch die GoPro dabei. Wir machen dann kommen so am Ende so ein paar Fahrsequenzen und dann rufe ich dich an. Und dann das packen wir auch vielleicht ins Video mit rein, was du sagst morgen. Okay. Wie so das erste Feedback ist. Ja, okay, ich würde sagen, das passt erstmal soweit, oder? Ja. Also Leute, nochmal, ne? Also das ist alles echt surreal. Ich bin auch mega happy. Ich bin ja genauso nervös, als wenn ich die jetzt gekauft hätte, weil ich weiß noch, wo das soweit war. Und dann hat er das so gesagt, ja, okay, alles klar. Da ist jetzt einer da, dann weißt du noch, ruf da jetzt sofort an. Und dann war echt der Puls hoch und dann haben wir die jetzt. Ey, das ist mega geil. Ne? Also was ich auch wirklich total geil finde, natürlich wieder Instagram und so oder WhatsApp-Kontakte. Also alle, die es wissen, ne, dass ich mir die jetzt geholt habe, die freuen sich alle brutal mit. Ja. Das ist total geil. Warum wirklich nicht? Ja, nee, aber du weißt, weiß wie es ist. Ja, ja. Und das ist einfach so, und das ist so, wo du sagst, wirklich geile Leute. Ne? Ja. Also die freuen sich alle mit und super. Ja. Ist schon an sich, glaube ich, eine ganz coole Community, oder? Ja. Und unser Lieblingswort. Community. Das Lieblingswort ist 2023. Nee, aber pass auf. Dann, genau, ich habe auch gerade schon mal gesagt, da, ne, wir machen das heute echt mal anders. Das war jetzt echt spontan auch, dass wir ein Video gemacht haben. Es muss ja nicht immer so, ich habe es vorhin eingangs erwähnt, immer so gekünstelt sein und so. Also wenn die Leute da mehr Bock drauf haben, dann machen wir das auch. Und ansonsten würde ich sagen, fahr mal die Karre. Ja. Und dann sprechen wir uns. Hey, Aufruf, ich brauche natürlich noch eine Glocke geschenkt. Denk dran, man darf die sich nicht selber kaufen. Ja, ja, genau. Also, Adresse kommt unten in der Bio. Ja, genau. Haut da was rein. Der Mann, der braucht die Glocke auf jeden Fall mit dem Gerät. Okay, also in diesem Sinne, Freunde, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Alter, gute Fahrt. Sorry, warte. Hm? Wir machen ja noch das Feedback. Das kommt ja noch. Ne? Das, ich rufe mich mal an. Richtig. Dann, Feedback und dann, also auf jeden Fall, rinjauen. Bis denne. Bis denne. Ciao. Also Leute, der Tourensohn hat mich genötigt, jetzt mal ein ganz kurzes Feedback zu geben. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Warnemünde, mache ein paar Tage Urlaub hier. Also alles, was bekannt ist, die technischen Daten und so weiter, muss man ja nicht drüber erzählen. Das geht jetzt einfach nur so um die ersten Emotionen. Ich sollte es 800 Kilometer einfahren, bis ich wirklich in den Sportmodus schalten durfte und Sport Plus und Racetrack. Und die sind ganz schnell geschafft gewesen. Und dann ging die Luzi richtig ab. Da stelle ich mir die Frage, wer ist eigentlich diese Luzi? Aber die Luzi geht wirklich ab. Und kurzum, es macht brutal Spaß. Wie alle sagen, es hört sich hinten raus nicht ganz so kernig an. Also müsste man das wirklich überlegen, ob man nochmal am Auspuff was macht. Aber ansonsten einfach brutal geil. Und ich sage nur, das Einzige, was ich machen würde, dieses Moped nochmal gegen sowas einzutauschen. Und ansonsten top. Nochmal vielen Dank, dass ihr alle für mich mitgefreut habt. Und es macht einfach brutal Spaß. Einfach nur geil. Und Mario, danke nochmal. Und Harley Bielefeld, danke nochmal. Und mal gucken, was noch so kommt. Also habt alle noch eine schöne Saison. Und rock on. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drive. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see.